Das war jetzt aber nicht sehr empathisch. Du bist aber nicht sehr mitfühlend oder einfühlend. Das höre ich ganz oft Menschen sagen, jetzt nicht nur zu mir, sondern dass sie sagen, ich höre immer wieder von meinem Partner oder Partnerin, dass sie etwas mehr Mitgefühl möchte, dass sie sagt, du bist aber nicht sehr empathisch, sehr einfühlsam. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du es auch schon mal gehört oder vielleicht hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass es da draußen Menschen gibt, die nach deinem Dafürhalten, ja, vielleicht nicht sehr einfühlsam sind, sehr mitfühlend, sehr empathisch. Also Empathie heißt Einfühlungsvermögen oder Mitfühlen. Das ist so ziemlich das Dämlichste, was du machen kannst. Denn alleine schon von der Logik müsste man ja dahinter kommen, dass es ziemlich dumm ist, mitzufühlen. Denn der andere hat in diesem Moment ein Thema, ein Problem und du willst es mitfühlen. Donnerwetter. Das ist so ziemlich das Dämlichste, was du tun kannst. Jetzt wird oft gesagt, nein, das meine ich nicht. Sag ich, ja, was meinst du denn dann? Wenn du jemandem vorwirfst, er ist wenig empathisch oder man es dir vorwirft, dann musst du dir überhaupt erstmal überlegen, was heißt Empathie oder was heißt Mitgefühl oder Mitfühlen? Mitgefühl heißt nicht, dass du mitfühlen sollst. Da komme ich nachher drauf zu sprechen, auf diese Idee, dass man Mitgefühl entwickeln soll. Das kann man machen, ja. Aber wie und wie es geschickter wäre, kann ich dir eine Idee anbieten. Aber erst nochmal zur Wortbedeutungslehre oder zu dem Wort eben Empathie, mitfühlen oder einfühlen. Alleine schon das Wort mitfühlen. Willst du allen Ernstes mit jemand mitfühlen? Dann wirst du genau das gleiche Gefühl erleben wie jemand anderes. Und dem möchtest du doch mit deiner Idee mitzufühlen, das ist ja nicht schlecht, wenn man es richtig macht, helfen. Aber wenn jemand ein Gefühl hat, also sich nicht gut fühlt, Leid erlebt, vielleicht eine Trennung hinter sich hat oder sich gerade damit auseinandersetzt, dann ist dieser Mensch natürlich erstmal in einer schwierigen Situation. Und dann braucht er ganz sicher nicht dein Mitgefühl. Was soll das denn sein? Dass du dir vorstellst, wie es dem gerade geht. Also du musst es ja machen. Da kommt jemand, ist traurig, wütend, ängstlich, verletzt, wie auch immer. Also ist in Schwierigkeiten. Und wenn du jetzt glaubst, dass du mitfühlend sein musst, dann kannst du dem Menschen gar nicht helfen. Und letztendlich ist doch mit Sicherheit die positive Absicht hinter dem Wort Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen, dem anderen zu helfen. Aber du kannst doch nicht allen Ernstes jemand helfen, wenn du das mitfühlst. Der andere hat biochemische Veränderungen, das heißt, er hat Stresshormone in sich, er leidet aufgrund immer seiner Unbewusstheit, seiner Dummheit. Dummheit ist eine Form von Unbewusstheit. Und wenn du dich da einklingst, versuchst mitzufühlen, dann müsstest du auf die gleiche Ebene gehen. Du müsstest dumm werden, alles vergessen. Nicht wissen, dass du Schöpfer deines Universums bist, allen Ernstes glauben, wenn dich ein Partner oder Partnerin verlässt, hat es nichts mit dir zu tun, es ist dumm gelaufen, deswegen auch dumm, ne? Es ist ja dumm gelaufen. Nein, alles, was in deinem Leben passiert ist und jemals passieren wird, ist von dir erschaffen worden, zu 99% wahrscheinlich unbewusst, hat also mit dir zu tun. Und wenn dir was passiert, kannst du was tun. Wenn du aber leidest, dann kannst du nichts tun. Das ist in Ordnung, das ist erstmal menschlich. Nur wenn jetzt jemand kommt und nicht weiß, wer er wirklich ist, vielleicht eine Trennung gerade hinter sich hat oder einen Beruf verloren hat, ist doch völlig egal, was wir jetzt nehmen, einfach eine negative Situation hat, dann wird dieser Mensch leiden. Aber nicht wegen einer Trennung, nicht wegen einem Jobverlust, nicht wegen einer Krankheit, sondern der Mensch wird unter Dummheit leiden. Dummheit ist für mich ein Synonym für Unbewusstheit. Ich könnte mir vorstellen, also für mich klingt es jetzt nicht negativ, dass dumm oder Dummheit negativ klingt. Nö, nicht wirklich. Dummheit oder Dummsein, also solche Situationen erlebe ich bei mir ganz oft, dass ich dumm bin oder dumme Dinge mache. Aber es heißt, ich habe in diesem Moment nicht die nötige Information. Also ich kann da wenig intelligent reagieren. Für mich ist es Pendant als Intelligenz. Also nicht unbedingt, aber so, ich glaube, das kennst du am besten, das Wort Intelligenz. Und man reagiert nicht sehr intelligent, wenn man Stress hat. Also man trifft oft dumme, unbewusste, fahrlässige, leichtsinnige Entscheidungen. Also nur mal, um das Wort dumm oder Dummheit zu klären, ich benutze das Wort sehr oft.
Und ich glaube, für die meisten ist es erstmal negativ besetzt. Dabei ist es ein ganz einfaches Wort. Das heißt, es ist dumm gelaufen. Ich hatte nicht die nötige Intelligenz. Ich hatte nicht das nötige Wissen zur Verfügung. Oder ich hatte es vielleicht. Also gewusst, was ich tun kann. Ich konnte es nicht abrufen, weil mein Reptilhirn da hinten das Kommando übernommen hat und mein präfrontaler Kortex, mein Denkhirn nicht mehr das abrufen konnte. Dann ist es halt dumm gelaufen. Dann war ich in diesem Moment wenig intelligent und das Gegenteil ist dann wahrscheinlich entweder wenig intelligent oder dumm, ist ja egal. Also es ist dumm gelaufen. Unbewusste Menschen werden dumme Entscheidungen treffen. Das heißt also, in erster Linie musst du immer erstmal dein Bewusstsein erweitern. Dann weißt du, wenn du das nicht machst, hast du nicht genötigende Informationen, dann kannst du wenig intelligent reagieren und ob das dann, wie auch immer du es dann nennst, es ist auf jeden Fall dumm gelaufen. Also ein Mensch, um zurückzukommen, der leidet, leidet in erster Linie unter Unbewusstheit, / Dummheit. Das ist normal. Das heißt also, ein Mensch leidet, weil er nicht weiß, wer er wirklich ist. Ein Mensch leidet, weil er nicht weiß, dass er das alles zu 100% selbst erschaffen hat, eben meist unbewusst. Wenn du das jetzt nicht verstehst oder es dir zu krass klingt, dann müsstest du dich halt einfach mal ein bisschen mehr informieren, denn sonst wirst du weiter leiden, wenn dir das jetzt nicht sagt. Okay, jetzt leidet dieser Mensch unter Unbewusstheit und das ist natürlich jetzt also ein biochemischer Prozess. Katecholamine, also Stresshormone, werden ausgeschüttet wie Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und so weiter. Und der Körper ist wirklich außer sich, ob er jetzt aggressiv, wütend wird oder ob er einfach ja, sehr traurig ist, sehr introvertiert ist und einfach, du siehst diesen Menschen an, dem geht es nicht gut. Und jetzt braucht er ganz sicher nicht dein Mitgefühl. Was ist denn das für ein Quatsch? Also nicht das, was die meisten Menschen meinen. Ich erkläre es gleich richtig. Denn wenn du mitfühlst, musst du das Gleiche fühlen wie der andere. Dann schaltet dein Gehirn genauso ab wie der andere, dann wirst du genauso dumm reagieren wie der andere und dann kommen dumme Sprüche. Die meisten Menschen, die empathisch sind, bringen immer dumme Sprüche. Ist alles nicht so schlimm, das wird schon wieder. Ah, ich bin bei dir. Das nützt gar nichts, gar nichts. Du kannst niemand sein Problem abnehmen. Und wenn du empathisch reagierst, also mitfühlend bist, dann hast du die gleichen Gefühle wie der andere und dann bist du nicht in der Lage, einem anderen Menschen zu helfen, sondern du hast dich selbst in Schwierigkeiten gebracht, in grausame Schwierigkeiten, weil du geglaubt hast, Mitgefühl ist wichtig. Nein, emotionales Mitgefühl, und das verstehen nur 99% der Menschen darunter, ist absolut dumm, unbewusst, kontraproduktiv, schlecht. Wenn Mitgefühl, dann kognitives Mitgefühl. Das heißt, du denkst drüber nach. Was ist da los? Du kannst sehen, der Mensch ist in Schwierigkeiten und der braucht jetzt keine blöden Sprüche. Der braucht auf keinen Fall, dass dich als mitfühlender Mensch, denn du kommst vielleicht in den Raum rein, schaust so, bist gut drauf und jetzt siehst du jemanden, deinen Arbeitskollegen oder irgendjemand, Freundin, Freund, oh Gott, dem geht's nicht gut. Und wenn du jetzt mitfühlst, dann wirst du genauso aussehen wie das Leiden Christi, dann wirst du die gleiche Physiognomie, die gleiche Physiologie übernehmen und dann werden dem anderen seine Spiegelneuronen, also Zellen, die das mitkriegen, noch mehr leiden. Also wenn du jemand helfen möchtest, dann um Gottes Willen nicht mit Mitgefühl, das ist nichts anderes wie Mitleiden. Wenn, dann kognitives Mitgefühl, das heißt, ich sehe das, fühle den Scheiß nicht. Ich sage das bewusst, weil es ist dein Scheiß, den du fühlst. Du kannst nie fühlen, was ein anderer fühlt. Auch mal zum Zwischendurch zum Klären. Du kannst definitiv nie fühlen, was ein anderer fühlt. Das ist nicht möglich. Du kannst wahrnehmen, dass da jemand ist, der leidet. Die Schwingung, die dieser Mensch in sich trägt und die natürlich auch ausstrahlt über den Äther, also über den Raum auch, sind Schwingungen und diese Schwingungen schwingen dein System hoch und dann trifft es dein System und schwingt deine Probleme hoch und wenn du dann siehst, wie der aussieht oder wenn er noch sagt, ich wurde entlassen oder man hat sich von mir getrennt oder so, dann wird dein Gehirn die Situation abrufen, die du kennst und dann kommt dein Scheiß hoch. Aber niemals wirst du das Gefühl eines anderen fühlen können, das ist nicht möglich, es können auch nicht mal eineige Zwillinge. Denn dazu müsstest du die gleiche Neurobiologie haben, also das gleiche Gehirn, den gleichen Körper, die gleiche Vergangenheit, alles gleich, die gleichen Vernetzungen. Es gibt es also nicht. Es gibt keine zwei gleichen Menschen auf diesem Planeten Erde. Es wird also nie möglich sein, dass ein Mensch das fühlt, was ein anderer fühlt. Wenn jemand sagt, doch, ich habe jemanden, das ist ein Medium, das ist hellfühlig oder so. Nee, auch diese Person kann das nicht. Das ist Mist, sowas zu glauben. Diese Person hat vielleicht mehr
Zugang auf diese Schwingungen, kann diese Schwingungen von sich fernhalten und kann es neutraler sehen. Ja, das ist, mag es sein, das kann ich auch. Das ist auch das, was du lernen solltest. Sonst wirst du definitiv einem Menschen, der leidet, wirst du mit Empathie schaden. Was du in so einem Fall lernen sollst, ist Ekpathie. Also EK, nicht EM. Nicht Empathie, sondern Ekpathie, EK. Das ist wenig bekannt oder bewusst. Ekpathie heißt, dass du eben nicht emotional reagierst, sondern dass du intellektuell reagierst und sagst, okay, da ist jemand, dieser Mensch leidet. Das kann ich mir vorstellen, wie das ist für den. Ich lasse jetzt aber meinen Scheiß draußen. Wenn jemand sagt, oh, meine Freundin hat sich von mir getrennt, dann erlaube ich meinem Ego, meinem Hirn nicht, diese gleichen Bilder aus meiner Historie, aus meinem Fundus hochzuholen, weil dann leide ich mit, dann sehe ich meine Bilder, bilde mir ein, das zu fühlen wie der andere, dabei fühle ich doch nur meinen Scheiß, den ich nicht gelöst habe. Also um Gottes Willen, wenn du empathisch bist und im klassischen Sinne, dann bist du ein Schaden für einen anderen Menschen, dann schadest du dem anderen Menschen, der kann es nicht gebrauchen. Ich habe das schon oft erlebt, dass Menschen, also früher natürlich, da wusste ich es noch nicht so richtig, aber als ich es da mal kennengelernt habe, habe ich mal ganz gnadenlos, ehrlich immer den Stecker gezogen. Da war ich in Schwierigkeiten. Ich wusste es, für mich war es okay. Ich war auch gerade dabei, darüber nachzudenken, also lösungsorientiert, was kann ich damit machen? Also immer erstmal, wie kann ich das fühlen, wie kann ich es gewinnbringend auch heilen, dass es nicht ständig passiert. Und ja, da war ich gerade so am Arbeiten und dann hat man mir wohl angesehen, dass ich persönlich Stress habe und mein Körper leidet. Ich leide nicht, aber mein Körper dann unter Umständen. Aber der leidet unter meiner Unbewusstheit, unter meiner Dummheit. So, okay. Dann war dieser Mensch da und er kam da rein, relativ fröhlich, glaube ich, mich noch zu erinnern, und sieht wohl mich, dass ich da sitze und ein Thema, ein Problem habe. Und dann hat dieser Mensch sofort, das ist mir dann aufgefallen, weil es war wie ein Zusammensacken, seine Haltung verändert und kommt ganz sorgevoll zu mir her. Und hat gesagt, was ist los? Kann ich dir helfen? Da dachte ich, ich glaube, jetzt muss ich gerade mal meins parken, muss dem helfen. Was ist mit dem los? Kriegt er jetzt einen Herzinfarkt oder was? Sag ich, was ist mit dir los? Ja, dir geht's doch nicht gut, sag ich. Ja, aber du siehst eher so aus, als würde es ja gerade schlechter gehen. Was ist mit dir los? Was? Wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich möchte dir helfen, sag ich. Ja, so hilfst du mir ganz sicher nicht. Stell dich mal anständig hin. Ja, aber du hast doch jetzt gerade Probleme. Ich möchte dir helfen, sag ich. Halt dich bitte aus meinem Scheiß raus. Ich hatte gerade alle Hände voll zu tun, um mit mir klarzukommen. Ich wusste zwar, was ich tue, ich hatte alle Hände voll zu tun, um mit mir und meinen Gefühlen, meinen Gedanken klarzukommen. Jetzt kommst du da rein mit so einer Fresse. Und glaubst du, kannst mir helfen, indem du empathisch, mitfühlend, mitleidend dastehst? Aber spinnst du? Geh bitte wieder raus, wenn du nicht empathisch, also emotionsfrei, deine Emotionen rauslässt, dastehen kannst. Weil wenn du gerade dastehst, sagst du, oh, Michael, hast wohl gerade ein Problem. Soll ich dir helfen? Kann ich sagen, ja oder nein. Wenn jemand reinkommt, jetzt aber auch nicht so, oh, ist alles prima, wir lieben uns alles, alles toll, das hilft mir auch nicht, das ist Blödsinn. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, ganz ruhig bleibt, wenn er es kann, und sagt, okay, also kognitive Empathie, sprich Ekpathie, eben nicht emotional zu reagieren, sondern zu sehen, okay, da ist jemand, der hat ein Problem. Ist es eins. Und dem kann ich maximal helfen, wenn ich mich mit meiner Scheiße jetzt raushalte, meine Gedanken nicht zulasse, und wenn die doch auftauchen und mich reinziehen, dann muss ich es halt für mich endlich mal lösen. Und so weiter. Und dann bin ich da und sage, so, bin gerade hier, wie geht's dir gerade so? Ja, mir geht's scheiße, sieht man das nicht? Sag ich, doch, doch, aber ich wollte nicht gleich sagen, dir geht's nicht gut, oder? Da sagen wir, du kriegst es nicht mit, also frage ich, was ist los, wie geht's dir? Und wenn jemand sagt, gut, dann weiß ich, okay, der verarscht sich selbst, dann lasse ich es halt. Wenn jemand sagt, gar nicht gut oder schlecht, dann sage ich, okay, dann leide ich doch noch nicht unter Verblödung. Sah nämlich auch so aus, aber ich wollte es ja nicht gleich oktroyieren, also überstülpen. Kann ich was für dich tun? Nö, okay, dann mache ich nichts. Wenn jemand sagt, ja, kannst du was für mich tun, sage ich, dann frage ich, und was kann ich für dich tun? Weiß ich nicht, sage ich, dann überleg's. Ja, aber du bist nicht gerade sehr empathisch. Würde man da sagen, was? Ich bin nicht empathisch, weil ich nicht Gedanken lesen kann, weil ich nicht bereit bin, mitzuleiden und dir den Scheiß abzunehmen. Sag mal, hast du einen Dachschaden? Das ist ja ein richtiges Problem, oder was? Also wenn mir jemand vorwerfen würde, du bist nicht empathisch, gut, dann weiß ich sowieso, es ist immer sein Problem. Also als Zwischeninfo, wenn dir jemand etwas vorwirft, egal was, zum Beispiel du bist wenig empathisch oder nicht einfühlsam, dann musst du dir immer klar machen, es ist zu 100% das Thema des anderen. Nimm das bloß nicht ernst.
Denn diese Menschen lenken dann von sich ab und sagen, du bist wenig einfühlsam, du bist wenig empathisch oder was auch immer. Das ist immer zu 100% das Thema des anderen oder der anderen, nie deins. Erstmal. Es hat was mit dir zu tun, sonst würde man dich nicht ansprechen, das ist klar. Aber du kannst sicher sein, wenn dich jemand auf irgendetwas anspricht, egal was, ist es ja wohl sein Thema, sonst würde er es nicht ansprechen. Ein anderer würde sagen, was, du hast gerade zu Michael oder zu wem auch immer gesagt, das ist wenig empathisch. Wie meinst du, das fand ich jetzt gerade gar nicht. Der hat dich wohlwollend angeguckt und hat gefragt, brauchst du was? Der war voll da, der war voll da. Voller Liebe, voller Präsenz war er da. Aber was hat dir da nicht gepasst? Ja, der hätte schließlich mal fragen können, wie es mir geht. Ist nicht sehr empathisch, nur dazustehen. Ach so, du meinst, er hätte mitleiden sollen. Und das nennst du empathisch? Dann hast du einen Dachschaden? Das kannst du doch nicht gebrauchen. Doch, du möchtest jemanden, der dir deinen Scheiß abnimmt. Okay, das ist aber nicht, das hat nichts mit Empathie zu tun. Das hat was mit Dummheit zu tun, dass du nicht in der Lage bist, dein Problem ernst zu nehmen, dein Problem anzunehmen und zu lösen. Und jemand anderes wird es dir nie abnehmen können. Und Empathie hilft dir in dem Fall, also emotionale Empathie hilft dir gar nicht. Sondern der andere stand da, hat es gesehen, war ganz bei sich, hat also nicht noch mehr Schaden angerichtet, weil deine Spiegelneuronen, dein Körper, fühlt dann plötzlich mit dem anderen mit, hat schon genug Probleme und jetzt sieht er auch noch den anderen, oh, kann ich dir helfen? Dann kollabiert das System ja noch mehr. Dann kriegst du es ja gar nicht mehr geregelt. Der, der dir helfen sollte, wird dann für dich zum Problem, zu einer Falle. Also verbanne Menschen, die empathisch sind, aus deinem Leben die falsche Empathie, weil die schaden dir mehr. Ich sage es mal bewusst zu krass, guck mal, ob es bei dir was auslöst, wenn ist es dein Thema, denk dran. Ich sage jetzt mal überspitzt, zu einseitig und zu krass, aber auch um zu provozieren, emotionale Empathen sind Feiglinge. So, jetzt Achtung, wie geht's dir? Wenn es dich tangiert, ist es dein Thema, dann fühlst du dich angesprochen. Warum sage ich das? Natürlich, um den Menschen zu helfen, dass sie selbst überprüfen und sagen, okay, krass, was der sagt. Empathische Menschen, einfühlsame Menschen, und ich meine jetzt die mitleiden oder mitfühlen. Das ist, also ich würde mal sagen, 99 oder über 90% der Menschen glauben, dass Empathie was Gutes ist. Und die meinen das eben mitfühlend, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist definitiv nie gut. Das heißt also, wenn jemand empathisch ist, also emotional empathisch, nicht kognitiv empathisch, oder genau genommen, ich lasse mal das kognitiv empathisch weg, oder ich nenne ab sofort, ich würde es wahrscheinlich beides gleich benutzen, kognitiv empathisch bedeutet ekpathisch. Also Menschen, die ekpathisch sind in schwierigen Situationen, sind auch mitfühlend, aber sie geraten nicht emotional in die Falle. Denn ein emotionaler Mensch, also ein empathischer Mensch, wenn du ganz ehrlich bist, ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass du ausgenutzt wirst. Empathische Menschen werden ausgenutzt, weil sie es nicht blicken. Denn wenn im Büro jetzt jemand so aussieht, mir geht's nicht gut und du bist mitfühlend, denkst, was ist los? Ich habe so viel zu tun heute. Und du denkst, jeder möchte gerne nach Hause und vielleicht vor Weihnachten noch alles abarbeiten. Jetzt bist du empathisch. Jetzt willst du dem helfen. Das ist doch keine Empathie. Das ist doch völlig Banane. Wenn ein Mensch nicht organisiert ist, dann ist er das immer. Und wenn du dem jetzt hilfst und sagst, ja, war ein schöner Tag heute, sagst du deiner Partnerin oder deinem Partner, war ein schöner Tag heute. Mein Arbeitskollege, der war ganz schön unten, der hat ganz schön viel zu tun, ist aber auch gemein, was der Chef ihm alles auflädt. Und ja, irgendwie war er völlig überfordert. Und dann fragt die Partnerin dich oder Partner, und was hast du gemacht? Ja, ich habe ihm geholfen. Das ist aber toll, du bist so empathisch, so einfühlsam. Okay. Erstmal spricht nichts dagegen. Doch, es spricht was dagegen. Das, was ich jetzt gleich sagen werde. Glaub mir, bei deinem Arbeitskollege, sein Unterbewusstsein wird es sehr schnell merken, dass du empathisch bist. Irgendwann geht er um 5 nach Hause, während du bis um 8 noch dort sitzt und seine Arbeit machst. Mit der schönen Ausrede, dass du einfühlsam und empathisch bist. Weil das System des anderen wird sehr schnell merken, dass du ein Feigling bist und wird dich ausnutzen. Denn Feiglinge, also empathische Menschen, die es nicht verstehen, sind Feiglinge. Ich sage das jetzt bewusst so, kannst es ja prüfen. Und zwar warum? Es klingt ja erstmal krass. Wenn ich an einem anderen Menschen ein Problem sehe, dann kann ich nicht in einem anderen Menschen sein Problem sehen, sondern ich kann nur das sehen, was auf meiner inneren Leinwand aus meinem Fundus hochkommt. Das heißt, ich sehe immer mich, meine Vergangenheit. Ich kann in einem anderen Menschen oder im Außen
nichts, und zwar gar nichts erkennen, was ich nicht schon gesehen habe, was also nichts mit mir zu tun hat. Ist das, was ich in mir abgespeichert habe, emotional neutral, dann reagiere ich da nicht drauf. Dann sehe ich halt, ja, der hat zu viel zu tun, ist ja nicht mein Problem. Dann soll er sich einen anderen Job suchen, vielleicht ist er desorganisiert, was auch immer, vielleicht wird er gemobbt, dann soll er halt mal eine Therapie machen, also keine klassische Therapie, das macht es schlimmer, also einfach ein vernünftiges Coaching auch, dass er einfach merkt, das Mobben hat was mit ihm zu tun. Also du kannst ihm eher helfen, wenn du ihm sagst, du pass auf, wenn du immer länger arbeiten musst, solltest du mal dein Thema überprüfen. Aber nicht, indem du es abnimmst, ihm abnimmst. Wenn du das also siehst, ekpathisch bleiben kannst oder bleibst oder bist, also nicht emotional reagierst, siehst du, da ist jemand, der leidet, weil er desorganisiert ist, unbewusst ist, dumm ist, egal wie du es nennst. Ja, alles Synonyme für, letztendlich für Unbewusstheit. Das kennen wir ja alle. Und dann leidet er. Wenn du es ihm abnimmst, wird er nichts lernen. Wenn du aber siehst, du kannst ekpathisch bleiben, siehst, okay, der hat ein Problem, jetzt gehst du zu dem hin, ganz ruhig und sagst, du, kann ich dir helfen? Ja, könntest du mir Arbeit abnehmen? Nö, ich gehe um 5. Wie, du gehst pünktlich? Sag ich, ja. Entweder ich bin cleverer wie du, besser organisiert oder was auch immer. Ich gehe um 5, ich arbeite bis um 5. Und wenn was liegen bleibt, bleibt es halt liegen. Oder wie auch immer, oder ich arbeite es rechtzeitig. Aber wenn du das nicht auf die Reihe kriegst, glaubst du nicht allen Ernstes, dass ich jetzt hier bleibe und dir helfe, sondern geht's noch? Finde doch mal raus, warum du es nicht richtig machst. Ich kann dir gerne dabei helfen. Finde mal raus, wie es sich anfühlen würde, auch um 17 Uhr zu gehen. Wenn du sagst, nee, das kann ich nicht machen, dann ist doch nicht alles erledigt. Ach so, du leidest unter Perfektionismus, unter Größenwahn oder du möchtest deinem Ersatzpapa, deinem Chef oder Ersatzmama, deiner Chefin beweisen, dass du doch nicht doof bist, also nicht dumm bist, dass du das alles hinkriegst. Das ist aber ziemlich dumm gelaufen. Also den Scheiß unterstütze ich nicht. Fühle doch mal, wie es sich anfühlen würde. Also wenn man jetzt meine Methode kennt, weiß man, wie das geht. Fühle doch mal, wie es sich anfühlen würde. Du würdest früher gehen, dann kommst du an einen Minderwertigkeitskomplex, an dein inneres Kind, dann kannst du es heilen. Aber nicht, wenn ich empathisch reagiere und es dir abnehme. Dann sitze ich da und du merkst irgendwann, wie doof ich bin, weil ich empathisch bin und weglaufe. So, jetzt aber warum sind Empathen oft Feiglinge? Weil dieser Mensch, der jetzt empathisch reagiert, mitfühlt und jetzt, Achtung, das weißt du, wenn du meine Videos kennst, sonst guck die 3 Videos zum inneren Kind an und alle die Videos sind ja knapp 90 Videos. Unten ist immer ein Link zu einer Playliste, dass du meine ganzen Videos sehen kannst. Das heißt also, ich fühle meine Vergangenheit. Und wenn ich die nicht gelöst habe, dann helfe ich doch nicht dem. Ich möchte meine Vergangenheit nicht fühlen. Also Empathen sind im klassischen Sinne mitfühlende Menschen und nach meinem Dafürhalten Feiglinge. Das klingt jetzt komisch, das ist gar nicht böse gemeint. Das ist für mich einfach nur eine Etikettierung. Ich kann es auch anders nennen, XY. Feiglinge oder positiver formuliert, kommt das Gleiche raus, noch nicht mutig genug, sich zu begegnen. Denn wenn ich beim anderen was sehe und mitfühle, dann sind es meine Gefühle. Habe ich die nicht gelöst, dann bin ich emotional empathisch, dann kann ich nicht ekpathisch sein. Also klar sein, okay, der hat ein Problem, das kenne ich, habe ich aber gelöst. Jetzt behaupte ich, ein emotionaler Empath, so im klassischen Sinne, hilft nicht dem anderen. Niemals, das ist eine Lüge. Empathen sind Feiglinge, in dem Sinne, die helfen dem anderen, dass sie ihren Scheiß nicht fühlen müssen. Das heißt, ich gehe kurz darüber, vielleicht das ein Bild, du kennst mein inneres Kind-Idee oder Schmerzkörper. In dem Moment, ich mach's mal da weg, wo du beim anderen was siehst, siehst du nicht das andere von dem, sondern da taucht dein inneres Kind auf, das jetzt leidet unter dem, was es sieht. Weil der Körper erinnert sich daran, ja, genauso hilflos war ich auch. Da war niemand empathisch, da war niemand einfühlsam. Tatsächlich, die Mutter hat mich nicht in den Arm genommen, hat es nicht abgenommen. Also habe ich das Thema noch in mir. Das heißt, wenn dein Thema auftaucht und du emotional reagierst, dann taucht dein Thema auf. Dann bist du emotional, weil du deine Gefühle von außen hochgeschaukelt werden. Und wenn du dem anderen dann hilfst, dann bist du kein bisschen empathisch. Denn Empathie würde bedeuten, einfühlsam sein, ich fühle jetzt mein Leid, bin mir gegenüber empathisch und helfe auf keinen Fall dem anderen, sondern fühle erstmal, dass der andere in mir ein Gefühl ausgelöst hat und ich jetzt diesen Schwachsinnspruch bringe, ich möchte doch empathisch sein. Ja, Empathie heißt aber nicht, dass ich dem anderen helfen soll. Denn ich helfe diesem anderen nur, um meines nicht zu fühlen. Also ein normaler Empath, der empathisch reagiert, macht es definitiv nie für einen anderen Menschen, sondern er macht es, weil er dadurch seine eigenen Gefühle nicht fühlen muss. Und das soll empathisch sein? Das ist Mist. Das ist sehr empathielos. Ein Mensch, der einem anderen hilft,
und das empathisch macht, unter diesem klassischen empathischen Einfühlungsvermögen wie jedem, macht es nicht für den anderen, ich wiederhole es nochmal, sondern macht es nur, damit das, was in ihm gespiegelt wird, hochkommt, er oder sie nicht fühlen muss. Das hat nichts mit Empathie zu tun. Das hat was mit Dummheit zu tun, mit Unbewusstheit zu tun, mit Ignoranz deines Schmerzkörpers, deines inneren Kindes. Und wenn das innere Kind reden könnte, würde es sagen, wieso kümmerst du dich jetzt um den anderen, anstatt um mich? Und dann sagst du auch noch, du bist doch einfühlsam, du hast doch Einfühlungsvermögen, du weißt doch, wie es dem anderen geht, du willst dem helfen. Nein, du willst deinen Scheiß nicht fühlen. Und dann würde dir dein inneres Kind vorwerfen, du sollst nicht von Empathie sprechen. Du bist sowas von eiskalt und empathielos. Du hilfst dem anderen, nur um deines nicht zu fühlen. Und das soll Empathie sein? Nee, das ist dumm und unbewusst. Und es wird dich immer weiterleiten lassen. Denn du wirst immer wieder irgendwo hinkommen, wo du empathisch reagieren musst, um deinen Scheiß nicht zu fühlen. Ich sage das immer so krass, damit es dir klar wird, dass es... Das ist ja nicht wirklich ein Scheiß, das ist ein süßes inneres Kind, das verletzt wurde. Aber den Scheiß, die meisten sagen, ja, ich will den Scheiß nicht fühlen, deswegen nutze ich die Worte. Ich finde es keinen Scheiß, ich finde es ein sehr liebenswertes, aber schwer verletztes inneres Kind. Benutze das Wort Scheiß immer, weil die Leute sagen, ich will den Scheiß nicht fühlen. Ja, aber du musst deinen Scheiß fühlen und du wirst feststellen, dass es gar kein Scheiß ist. Denn es ist deins. Ein süßes kleines Kind, das ist kein Scheiß. Du behandelst es scheiße, ja, indem du glaubst, empathisch sein zu wollen oder zu müssen. Das ist eine Zwangsneurose, dann damit hilfst du niemandem. Also dir schon gar nicht und dem anderen auch nicht. Wenn du also jemand helfen möchtest, dann sei nicht emotional empathisch, sondern sei kognitiv empathisch, mach dir klar, um was es geht und das nennt man eben ekpathisch und sehe, da hat jemand ein Problem. Geh frei von deinen Emotionen dahin. Wenn das nicht der Fall sein kann, weil du leidest, weil du mitleidest, mitfühlst, dann löst dein Thema endlich mal und hör auf, andere zu nerven mit deiner Empathie. Denn mir geht es auf die Nerven. Mir geht es wirklich auf die Nerven, wenn ich sehe oder wenn ich über was nachdenke, da kommen Menschen und denken, ich habe ein Problem. Und dann kommen die schon so, kann ich dir helfen? Denke ich, gerade hatte ich noch alles im Blick, falsch formuliert jetzt im Griff. Jetzt sehe ich aber dich, was du gerade für einen Stress machst. Was siehst du denn in mir? Ja, du hast gerade ein Problem, sag ich, nee, du hast gerade ein Problem, ich habe ja meins noch. Und ich komme bestens damit klar, jetzt sehe ich nur gerade, dass ich das Gefühl habe, ich muss dir jetzt helfen. Ja, nee, ich will dir helfen, ich bin empathisch, sag, das ist wenig empathisch. Das ist nur Ablenkung von deinem Scheiß. Also löse mal deinen Scheiß und jetzt verpiss dich mal raus, haben wir mal ganz schnell hier. Ich habe alle Hände voll mit mir zu tun, hör mal auf mit deiner Scheiß-Empathie, mit deinem Einfühlungsvermögen. Das machst du doch nur, um von dir abzulenken, um deinen Scheiß nicht zu finden. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Wenn du mir helfen willst, dann frag mich, ob ich Hilfe brauche. Frag mich, welche Hilfe ich brauche. Und wenn ich dir keine Antwort geben kann, dann hilf mir, dass ich eine Antwort finde. Und stülp mir nicht suggestiv Fragen. Dir geht's nicht gut, oder? Du brauchst jetzt sicher einen Kaffee oder dies und jenes. Soll ich dich in den Arm nehmen? Lass mich jetzt mal mit dem Scheiß in Ruhe. Du kannst mir nur helfen, wenn du mir hilfst, dass ich mir selbst helfen lerne und nicht, indem du mir meins abnehmen möchtest, damit du deins nicht fühlst. Und dann stellst du mir noch suggestiv Fragen, die automatisch von dem kommen, was du nie gehabt hast. Das brauche ich gerade gar nicht. Da möchte ich nicht zu weit ausholen. Also, empathisch ist Empathie, oder ich nehme jetzt mal das Wort Mitgefühl, das aus dem Buddhismus kommt, das ist was ganz anderes. Mitgefühl, wenn man das Wort Mitgefühl nimmt, das wird ja auch sehr oft jetzt propagiert, weil immer mehr die Leute sich mit Buddhismus oder mit fernöstlichen Sachen auseinandersetzen, aber überhaupt nicht kapiert haben, was es dort heißt. Mitgefühl heißt nicht mitfühlen und mitleiden, sondern erfassen, dass da jemand ist, der ein Thema hat und jetzt schaue ich, was ich damit mache. Aber schön ohne meine Emotionen, weil meine Emotionen sind meine nicht gelösten Gefühle. Emotionen sind nicht gelöste Gefühle. Und die braucht der andere jetzt ganz sicher nicht. Also, prüf mal, wenn du sagst, ja, man muss empathisch sein, ja, dann frag dich mal, für was es gut sein soll. Doch immer nur von dir abzulenken. Und wenn du kognitiv empathisch sein möchtest oder ekpathisch sozusagen, im Beruf wäre das besser, ekpathisch zu sein, dann kannst du Sachen erfassen, dann kannst du rational und klar denken, da wirst du nicht verlauter, ich muss meine Emotionen loswerden, irgendwas tun, was dir mehr schadet. Dein Körper leidet darunter. Wenn also jemand sagt, es ist doch wichtig, empathisch zu sein, sage ich, wenn du kognitiv empathisch bist, ja. Wenn du emotional empathisch bist, ist es auch wichtig, aber nur für dich, um es für dich zu lösen. Denn wenn irgendetwas da draußen in dir Gefühle auslöst, sind es immer deine Gefühle. Daher sei empathisch und mitfühlend mit dir und mach dir klar, das darf sein, das Problem muss ich aber lösen, sonst gehe ich anderen auf die Nerven. Mit meiner Ignoranz, mit meinem Gefühl loswerden wollen, auf andere übertragen und so weiter und
löse halt meins nicht. Also, jetzt um nochmal eben einfach mit dem falschen Begriff der Empathie oder Empathielosigkeit umzugehen, nochmal zusammenfassend. Wenn dir also jemand vorwirft, oder du wirfst es dir vielleicht selbst vor, oh, das war jetzt nicht sehr empathisch, die sagen, was heißt das? Ja, ich habe jetzt gerade dem einen gesagt, dem Menschen gesagt, du gehst mir auf die Nerven. Ich sage, naja gut, vielleicht konnte der Mensch es jetzt gerade nicht gebrauchen, dass du ihm sagst, oh, mit deiner Gefühlsduselei gehst du mir auf die Nerven. Und ich würde sagen, was hättest du dir denn gewünscht? Ja, ich hätte wäre gern ein bisschen empathischer gewesen. Sag ich, und was heißt das jetzt? Ja, ich hätte ihn einfach fragen sollen, wie es ihm geht. Und sage ich, okay, hätte Fahrradkette oder wie heißt das? Ne? Nee, hätte es eben nicht. Denn jetzt bist du gerade eben wieder, falls es davor für dich empathielos war, wieder sehr empathielos. Nämlich du kümmerst dich jetzt nicht um dich. Bist nicht einfühlsam mit dir und sagst, okay, ich hätte mir zwar gewünscht, dass ich dem anderen Menschen, die im Moment helfe, war aber einfach nur genervt. Wenn du empathisch mit dir umgehst jetzt, also mit dir musst du mitfühlend sein, ja, das ist schon richtig. Wenn du dann deine Gefühle fühlst, also mitfühlst, weißt du, du warst nicht über die Person genervt, sondern dass die in dir was ausgelöst hat, was aus deiner Kindheit kommt, was du nicht haben wolltest. Dementsprechend hast du dem eine gelb-rote Karte gegeben und einen blöden Spruch gemacht. Dann sei jetzt empathisch mit dir und hör auf, dich zu ohrfeigen. Übrigens, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte empathischer sein müssen. Sei, hör auf in dem Scheiß. Sei jetzt mit dir empathisch, einfühlsam. Fühle tatsächlich jetzt die Gefühle, die vorhin waren. Dann weißt du, du hattest keine Wahl, dem anderen Menschen zu helfen, weil der hat auf deine Wunde gedrückt. Dann kam der kleine Junge oder das kleine Mädchen hoch und das wolltest du halt loshaben. Dementsprechend hast du einen blöden Spruch gemacht. Das war nicht besser oder anders möglich. Dass die Situation aber jetzt nicht umsonst war, sei jetzt sehr einfühlsam mit dir, sehr empathisch, anstatt dich zu ohrfeigen und zu sagen, Mann, war ich doof, kalt oder nicht mitfühlend. Nein, das war halt nun mal nicht besser möglich. Dann sei jetzt einfühlsam und mitfühlend mit dir und sag, ich gehe da nochmal imaginär rein, wie war's, ich komme da rein. Dann sieht mein Gehirn ein Muster. Wahrscheinlich war meine Mutter immer so und hat immer nur rumgejammert, das konnte ich in dem Moment nicht ertragen. Also habe ich die Situation einfach weggefegt. Ja, aber dann mach's jetzt. Sei jetzt empathisch, wirklich emotional einfühlend mit dir, weil es sind ja deine Gefühle, die solltest du fühlen, und fühle es. Und dann wirst du verstehen, wow, es ging nicht besser und jetzt bin ich eben nicht respektlos und kalt mit mir, indem ich sage, ich hätte es besser machen müssen, sondern ich bin jetzt einfühlsam mit mir und sage, ja, es ging nicht besser. Aber ich möchte es halt auch lösen, sonst hört es ja nie auf. Wenn du dich darin erkennst und sagst, ja, wow, ich dachte immer, das ist gut, empathisch zu sein, sage ich, naja, emotional empathisch ist ganz sicher nicht gut. Dir gegenüber ja, anderen gegenüber ganz sicher nicht. Du hilfst den anderen nicht. Das ist klar, wenn du dem es abnimmst. Du hilfst dir nicht, also du schadest anderen eher mit emotionaler Empathie. Nicht nur, weil du dem nicht hilfst, sondern weil du ihm durch deine Spiegel oder seine Spiegelneuronen einfach was spiegelst, ja, was er nur mit dir zu tun hat. Du schadest dir dabei, denn du wirst immer empathisch sein müssen. Du darfst nie nicht empathisch sein. Wenn jetzt jemand sagt, Michael, jetzt mach doch nicht so ein Theater. Hey, was ist los mit dir? Mach doch nicht so ein Theater. Ich sage, was ist los? Was geht? Ich bin nur ein- oder zweimal im Jahr empathisch. Du hast recht. Dann ist es halt falsch. Es ist nur ein-, zweimal im Jahr. Hängt doch das Ding nicht so hoch. Ich weiß es, Schätzchen. Selbst wenn es nur einmal in 10 Jahren wäre, hast du trotzdem die Zeit, bevor du es machen musst. Angst davor, nicht empathisch zu sein. Du hast Angst davor, dass du andere nicht missbrauchen kannst, denn Empathen missbrauchen andere. Du hast Angst, unbewusst natürlich, dass du niemanden findest, dem du den Scheiß jetzt überstülpen kannst oder das überstülpen kannst, was du nicht hattest. Das heißt, wenn jemand es nur einmal in 10 Jahren wäre, wäre das dann nicht so schlimm. Sag ich, trotzdem, außerhalb deiner Verhaltensweise, wo du nur von dir ablenkst, Empathen lenken in dem Fall nur von sich in ihrem eigenen Käse ab, hast du die ganze Zeit, ohne es zu wissen, unbewussten Stress, dass du eventuell in eine Situation geraten könntest, die dir dein Scheiß spiegelt, dein Leid, und du jetzt nicht durch eine falsche Empathie den Spiegel zuhängen kannst, um deins nicht zu fühlen. Das heißt, du hast immer 100% 24/7 Leid in dir. Du glaubst nur, wenn du einmal in 10 Jahren das halt sichtbar, dieser Missbrauch zum Ausdruck kommt, ist es doch nicht so schlimm. Doch, es ist immer schlimm. Und es ist Missbrauch. Emotionale Empathie, falsch gelebt, ist Missbrauch. Du missbrauchst andere Menschen, um von dir abzulenken. Das ist Missbrauch, das hilft dem anderen nicht und schadet dir. Kognitive Empathie, zu erfassen, was der hat, seine Emotionen rauszuhalten und dann zu fragen, nicht zu oktroyieren, zu fragen, das ist gut. Das braucht man, wenn es der andere möchte. Also es wäre dann Eckpartie. So, jetzt guck mal, was du damit anfangen kannst. Und dann schau mal, ob du es nachvollziehen kannst. Ja, Punkt. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Ich könnte so stundenlang Geschichten erzählen, wie ich es mal im Praxisalltag habe.
Aber es ist eben ein wichtiges Thema, weil ich das ganz oft von Leuten höre, die sagen, ah, jetzt habe ich wieder vorgeworfen bekommen, dass ich zu kalt bin. Und so, was heißt das? Ja, man wirft mir vor, ich wäre nicht empathisch genug. Das habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, das hat auch mal jemand da im YouTube-Kommentar geschrieben, wo ich dachte, ah ja gut, ist doch schön, wenn jemand sowas reinschreibt. Dieser Mensch schreibt einfach über sein Thema, dass er ein Problem mit Empathie hat, projiziert es auf mich und denkt, wenn jemand rational analytisch ist, so wie ich es manchmal mache, und ja, ich mache es auch emotional klar, dass das nicht empathisch ist. Nee, das sind Menschen, die ein Problem haben mit Empathie, die andere missbrauchen und die gern hätten, dass andere empathisch sind, damit sie ihren Mist nicht fühlen müssen. Das hat nichts mit Empathie zu tun. Menschen, die dir vorwerfen, du bist nicht empathisch, sind die empathielosen Menschen, die es gibt, wenn du verstehst, was ich meine, weil sie sich gegenüber nicht empathisch sind. Und sie sollten immer sich zuerst die Sauerstoffmaske aufziehen im Flugzeug, nicht dem Kind. Okay. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Bis zum nächsten Video.